Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Wissensvideo im Kurs Gesunde Ernährung in Theorie und Praxis. Mein Name ist Anja Rathgeb und ich bin studierte Diätologin und diplomierte Ernährungstrainerin und ich freue mich wieder sehr, dass ich ein spannendes Video für euch vorbereiten durfte. Diesen Monat kamen wieder viele, viele Fragen direkt von euch aus dem Forum. Beispielsweise, woran erkennt man eine seriöse Studie? Oder was sagt die Wissenschaft zu Glutamat bzw. zu Aspartam? Und dann, wie sieht es denn im Sommer aus? Also was für einen Zusammenhang gibt es zwischen Verdauung und Hitze? Und wie kann man den sommerlichen Tagesablauf ein bisschen gesünder, sag ich einmal, gestalten? Also die erste Frage ist ja sehr, sehr wichtig und sie bildet ja eigentlich die Grundlage all meiner Wissensvideos und all meiner Forumsbeiträge. Und das ist ja immer die Frage, wie man eine seriöse Studie identifiziert. Das ist natürlich ein eigenes Fach, das man stundenlang ausführen kann. Aber mal die Basis ist, dass man verstehen muss, dass die Ernährungswissenschaft eine Vorwissenschaft ist. Das bedeutet, es ist einfach noch relativ viel ungewiss. Es gibt vieles, was wir bereits wissen, aber es gibt noch vieles, was noch erforscht werden muss und vor allem sehr viele Bereiche, wo es unterschiedliche Themen gibt, wo unterschiedliche Ansätze erklärt werden. Also wichtig ist, dass man auf evidenzbasierte Quellen zurückgreift und hier kann ich immer die wissenschaftliche Datenbank PubMed empfehlen. Also einfach googeln PubMed und dort werdet ihr fündig. Meine Präsentation macht sich schon wieder selbstständig, also muss ich noch einmal von oben beginnen, damit mir das nicht zu schnell wird. Ich weiß nicht, warum sie das manchmal tut. Also das erste ist eben, wie gesagt, die Suche nach den wissenschaftlichen Studien, beispielsweise auf PubMed. Dann ist es wichtig, sich anzusehen, wie das Studiendesign ist, also wie ist die Studie aufgebaut. Da kann man mal sich die Frage stellen, wie viele Personen haben teilgenommen und wie lange dauert die Studie? Eine Studie mit 10 Personen, die 10 Tage gedauert hat, wird wenig Aussagekraft haben über Langzeiteffekte einer bestimmten Ernährungsform. Die zweite Frage, die ganz wichtig ist, ist, ob es eine Kontrollgruppe gibt. Also waren diese beiden Gruppen, also sind die, gab es überhaupt eine und waren die miteinander vergleichbar? Wie zum Beispiel das Geschlecht, Alter, Lebensumstände und Krankheitsdaten betrifft? Oder waren beispielsweise in der einen Gruppe eher übergewichtige, herzkranke Raucher und in der anderen Gruppe schlanke Athletinnen. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Und dann eben auch wurde nach dem Zufallsprinzip, also randomisiert, in diese Gruppen zugeteilt oder konnten sich die Patientinnen zum Beispiel aussuchen, dass die eine sagen, wir wollen in die Gruppe mit der veganen Ernährung, die anderen sagen, sie wollen in die Gruppe mit der vegetarischen Ernährung und somit kann man schon vielleicht eine gewisse Präferenz sehen oder werden die Gruppen eben vor allem vielleicht ein bisschen auch unausgewogen zugeteilt. Dann ist es auch wichtig, sich anzusehen, ob diese Studien doppelblind waren. Also doppelblind, das ist wirklich der Goldstandard, also doppelblind randomisiert. Das bedeutet eben, randomisiert haben wir gerade gelernt, willkürliche Zuteilung in verschiedene Gruppen, die alle, die, also ähnliche Merkmale teilen miteinander. Und dann auch eben doppelblind bedeutet, dass niemand wusste, wer in welcher Gruppe ist, also auch nicht die Wissenschaftler. Dann ist immer die Frage eben, ob man kann, es gibt statistische Methoden, um Risikofaktoren herauszurechnen, also Rauchen, Alkoholkonsum etc. Das kann man immer im methodischen Teil lesen. Ob es, man muss ja gar nicht verstehen, wie das geschieht, aber ob so etwas berücksichtigt wurde und das sozusagen herausgerechnet wurde eben. Dann ist auch eben die Frage, ob die Fragestellung klar formuliert war und ob die statistischen, Entschuldigung, und ob die statistischen Berechnungen der Forscher und die Auswertung der Untersuchungsergebnisse sie für uns als Leser nachvollziehbar ist. Also ob wir sagen, ja, auf diese Ergebnisse würden wir auch kommen. Ein guter Tipp, wenn man sagt, ja, das ist noch immer alles viel zu kompliziert für mich, ist, dass man sich auf Leitlinien konzentriert. Die gibt es wirklich von ganz, 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 ganz vielen verschiedenen Fachgesellschaften, wie beispielsweise, wenn man sich für die Sporternährung interessiert, vom American College of Sports Medicine oder aber auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und da wurde uns sozusagen diese Arbeit abgenommen und da kann man dann Empfehlungen lesen, oft leicht verständlich.
die eben auf den unterschiedlichsten Studien beruhen und wo wir uns darauf konzentrieren können, dass wir sagen, okay, ich brauche jetzt nur die Leitlinie lesen und wenn ich dann eine Aussage besonders spannend finde, dann kann ich mich noch weiter mit dieser Studie auseinandersetzen und diese Studie heraussuchen. Ich habe hier auch noch drei ich habe hier auch noch drei Plattformen notiert, die ihr auch in den Links findet, wo ihr ganz, ganz viele tolle Tipps finden könntet. Das sind einerseits nutritionfacts.org, findet ihr ganz kurze, knappe Videos, die auch wieder unzählig viele Studien zusammenfassen, auch mit deutschen Untertiteln. Und dann gibt es www.plantbaseddata.org. Da ist nach unterschiedlichen Themenblöcken und Erkrankungsbildern, aber auch präventiven Maßnahmen, sind Ordner angelegt und in diesen Ordnern findet ihr sämtliche Studien, die es zu diesem Thema gibt, in Bezug auf eine vegane Ernährung. Und sehr einfach sind auch die britischen Plant-Based Health Professionals UK. Die haben ganz simple Factsheets, zwar auch auf Englisch, aber meistens wirklich bildlich, selbsterklärend, die man sich kostenlos herunterladen kann und wo auch die Arbeit einem schon abgenommen wurde. Und überhaupt, wenn man Englisch kann, wenn man auf der Facebook-Seite ist oder sich für den Newsletter anmeldet, bekommt man jeden Freitag, glaube ich, also zumindest einmal in der Woche, einen Newsletter mit den neuesten Studien rund um eine vegane Ernährung, die jetzt in dieser Woche oder in den letzten paar Wochen herausgekommen sind. Und die werden von der, wie heißt sie denn, Shireen heißt sie genau, die Leiterin, werden sie kurz und knapp zusammengefasst, damit man eben nicht die Studie lesen muss, sondern wirklich gleich sozusagen das Ergebnis und auch die Relevanz für uns als Berufsgruppe und sehr, sehr spannend auch dargestellt. Und eben, ich finde das wirklich toll, weil sie auch kritisch sind und nicht einfach nur ausschließlich die vegane Ernährung loben und nicht nur Studien heraussuchen, die immer positiv sind, sondern auch offen für Diskussionen sind. Nun kommen wir schon zum spannenden Thema Glutamat und was die Wissenschaft dazu sagt. Also prinzipiell ist einmal zu sagen, dass Glutamat ein künstlich hergestellter Lebensmittelzusatzstoff ist mit der Bezeichnung E620 bis E625. Er wird sehr, sehr oft angewandt, vor allem bei Fertiggerichten und bei Snacks, weil er dort als Geschmacksverbesserer bzw. als Geschmacksverstärker angewendet wird. Der Eigengeschmack von Glutamat ist prinzipiell eher salzig, aber das Interessante daran ist, deswegen ist es eben auch ein Geschmacksverstärker, dass es den Eigengeschmack von vielen Speisen deutlich verstärken kann. Ganz, ganz spannend ist auch, dass der menschliche Geschmackssinn, also die Geschmacksknospen, die wir im Mund, vor allem auf der Zunge haben, am Glutamat herauserkennen können. Also es ist genauso wie die Geschmacksrichtungen süß und salzig beispielsweise. So gibt es mittlerweile auch den Geschmackssinn Umami. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und dieser Geschmackssinn bezeichnet eben das Glutamat. Und als Salz der Aminosäure, Glutaminsäure, kommt das Glutamat auch in der Natur vor. Es gibt somit Lebensmittel, die eben diesen Umami-Geschmack haben, ohne jetzt dieses künstliche Glutamat zu sein. Und es kommt vor allem in fast allen Proteinen in einer sogenannten gebundenen Form vor. Aber wirklich in pflanzlichen und in tierischen Formen. In wiederum nicht gebundener Form ist es ein wichtiger Botenstoff im Nervensystem und kann vom Körper eigenständig hergestellt werden. Das freie Glutamat kommt eben nicht nur ausschließlich im Protein vor, das ist ja eher das Gebundene. Das freie ist wieder in zahlreichen Früchten natürlich enthalten und entsteht bei Fermentationsprozessen dann wiederum von Proteinen. Also es ist ein relativ komplexes Thema, ist wahrscheinlich am allerbesten von einem Lebensmitteltechniker oder Lebensmittelchemiker müsste man das einmal erklärt bekommen. Aber prinzipiell ist das Fazit, dass Glutamat vom Körper selbst gebildet werden kann, aber dass Glutamat auch in sehr vielen Lebensmitteln vorkommt. Und das sind dann eben meistens diese Lebensmittel, die diesen vollmundigen Umami-Geschmack haben. Aber was sagt denn nun die Wissenschaft? Da gibt es eine ganz interessante Bezeichnung, nämlich das China-Restaurant-Syndrom.
Und das wird eben ganz häufig mit diesem Glutamat in Verbindung gebracht, weil immer wieder Menschen, und ich glaube, das ist schon seit den 1960er Jahren so, sagen, wenn nachdem sie im chinesischen Restaurant gegessen haben, haben sie Taubheitsgefühle gehabt, Schwächegefühle, sie haben Herzrasen bekommen, sie haben rote Bäckchen bekommen, ihnen wurde heiß und kalt und alles zusammen. Und somit wurde das natürlich auch gründlich untersucht. Es fehlen aber wissenschaftlich wirklich jegliche Hinweise darauf, dass es eine Unverträglichkeit auf Glutamat gibt. Es gibt ja gewisse Unverträglichkeiten, die man wissenschaftlich nachweisen kann, wie Laktose oder die Fructose, aber beim Glutamat war sich das eben nicht der Fall. Und da gab es zum Beispiel randomisierte Kontrollstudien, also es gab eine zufällige Zuteilung, randomisiert, und Kontrollstudie, also eine Versuchs- und eine Kontrollgruppe. Und die zeigten, dass von den Personen, die vor der Gruppe, vor diesem Test schon gesagt haben, ja, sie haben eine Glutamatunverträglichkeit, nur ein Drittel bis circa die Hälfte vermeintliche Symptome zeigte. Und da haben dann aber da viele danach gesagt, weil das Glutamat war in einem Getränk, dass sie das rausgeschmeckt haben. Also kann man sagen, okay, vielleicht war das ein bisschen verfälscht. Diese Studie wurde dann dreimal wiederholt mit denselben Personen und es gab keine einzige Person in dieser Gruppe, die bei allen drei Versuchen Reaktionen zeigte. Und dann ist immer die Frage, wie viel ist Placebo-Effekt, wie viel ist Einbildung? Das kann man einfach nicht. Also da will, mit solchen Aussagen will man auch niemanden etwas unterstellen. Also dass man möchte nicht sagen, ach Gott, das ist ja nur psychosomatisch oder das bildest du dir nur ein. Aber rein wissenschaftlich kann man eben nicht nachweisen, dass es eine Glutamatunverträglichkeit gibt, weil selbst die Personen, die sagen, sie sind auf Glutamat empfindlich, sie reagieren, sie haben da eine Intoleranz, haben in diesen Studien keine Symptome gezeigt. Bei allen drei Versuchen. Und dann eine weitere Studie hat dann wieder Glutamat in Kapselform verabreicht, sodass man auch wirklich gar nicht schmecken konnte. Und auch die ergab keine eindeutigen Ergebnisse. Auch da konnte man nicht sagen, so, es gibt eine Glutamatintoleranz und die konnte jetzt damit klar belegt werden. Also mein Fazit, das ich immer wieder gerne erwähne, ist, bevorzugt auf vollwertige pflanzliche Lebensmittel setzen. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg, aber es macht immer die Dosis das Gift, also auch mal ins China-Restaurant gehen, wenn das Freude bereitet, denn es gibt keine wirkliche Evidenz für eine Reaktion auf Glutamat. Das kann dann genauso gut einfach von fettigem Essen, von zu vielem Essen oder was auch immer kommen. Wie sieht das denn nun mit Aspartam aus? Laut der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde kann jeder Mensch sein ganzes Leben lang, also könnte, müsste man fast sagen, 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen, ohne dass es zu irgendwelchen gesundheitlichen Folgen kommt. Wie viel ist das jetzt? Das wären beispielsweise für eine 60 Kilogramm leichte oder schwere Frau, wie man sagen will, wären das mindestens 4 Liter von irgendeinem Leitgetränk, das mit Aspartam gesüßt wurde. Und das jeden Tag für den Rest ihres Lebens oder für ihr ganzes Leben lang. Also eigentlich eine enorme Menge. Und das Interessante ist, dass dieser Grenzwert noch immer nur einem Hundertstel der Dosis entspricht, die in Tierversuchen also eigentlich noch nicht einmal Vergiftungserscheinungen hervorgerufen hat. Also, oder noch nicht einmal gesundheitsgefährdend war. Also da ist wirklich ein enormer Gesundheitspuffer eingearbeitet oder Sicherheitspuffer eingearbeitet. Aber es ist trotzdem wichtig zu verstehen, dass eben Aspartam oder bei der Verdauung in den Blutkreislauf kommt und dann im Darm vollständig abgebaut wird. Und dabei kommt es zur Entstehung einer Aminosäure, nämlich dem Phenylalanin. Und es gibt Personen, das steht auch auf Folie 2 nochmal, die haben eine Krankheit, die wird Phenylketonurie genannt und die dürfen tatsächlich kein Aspartam essen. Eine weitere Aminosäure, die entsteht, ist Asparaginsäure, die auch wieder ein natürlicher Bestandteil von Proteinen ist. Und in ganz kleinen Mengen entsteht auch Methanol.
Also, das Fazit ist wie bei Glutamat. Es kommt halt immer wieder darauf an, wie häufig und wie viel man davon isst. Ich finde einfach, dass Light-Limonaden prinzipiell nicht kein Bestandteil der täglichen Ernährung sein sollten. Aber prinzipiell, wissenschaftlich gesagt, ist es unbedenklich. Also möchte ich noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, weil viele glauben mir das dann nicht. Und es heißt auch nicht, dass ich ein Fan von Aspartam bin, aber rein wissenschaftlich kann man mal ganz nüchtern sagen, Aspartam ist ein künstlicher Süßstoff mit der Bezeichnung E951. Kommt in Kaugummis vor, in Limonaden, in kalorienreduzierten Lebensmitteln, die vor allem aus der Diätindustrie stammen und auch in eingelegten Gemüse, wenn dann so toll oben steht, nicht kein Zuckerzusatz. Aspartam hat eine enorme Süßkraft, die ist nämlich 200 mal stärker als Zucker. Das soll nicht Milliliter, sondern Mal sein. Seit der Zulassung vor 30 Jahren tauchten dann immer wieder einzelne Studien auf, die die Sicherheit von Aspartam anzweifelten. Und das sind auch diese Studien, auf die man sich immer wieder beruft. Aber das Spannende ist, weil eben so viel Unsicherheit um das Thema Aspartam war, ist Aspartam mittlerweile eine der bestuntersuchtesten Lebensmittelzusatzstoffe, untersuchten Lebensmittelstoffe. Also weil natürlich die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde da diese Bedenken wahrgenommen hat und die immer wieder aufkommen und immer wieder für Diskussionen sorgen, haben hier unzählige Studien stattgefunden. Also alle Studien, die bisher zu diesem Thema veröffentlicht wurden, hat die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA im Jahr 2013 ganz komplett neu bewertet und wirklich festgestellt, dass es nicht zu einer Gefährdung kommt. Auch das Fazit von Cochrane Österreich, einer sehr seriösen, evidenzbasierten medizinischen Plattform, ist: Der Süßstoff Aspartam wird oft verdächtigt, gesundheitliche Schäden zu verursachen. Einer Vielzahl an Studien zufolge ist das, selbst in großen Mengen genossen, unwahrscheinlich. Also auch hier sind wir wieder bei dem Punkt, dass eigentlich die Empfehlung, die wir so als Obergrenze kommuniziert bekommen, noch so einen riesengroßen Sicherheitspuffer hat, dass man eigentlich sich keine Sorgen wegen Aspartam machen muss. Wie gesagt, ich finde, im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung müssen nicht täglich Leitgetränke und Leitprodukte gegessen werden. Man braucht sich aber auch nicht verrückt machen, wenn man es hier und da tut. Aber auch hier gilt die Aussage, das gilt auch, also dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass gesundheitliche Beschwerden auftreten. Das gilt auch für Personen, die aspartamgesüßte Lebensmittel und Getränke in großen Mengen über lange Zeit zu sich nehmen. Wie wir vorher schon das Beispiel hatten mit den 4 Liter Leitgetränken pro Tag. Und bei Menschen, und das hatten wir auf der ersten Folie, die an der Erbkrankheit Phenylketonurie leiden, kann Aspartam jedoch Nieren- und Hirnschäden verursachen. Dann kommen wir jetzt zu einem etwas leichteren Thema, nämlich die Verdauung und die Hitze. Es gibt einen schönen Begriff, nämlich die Thermogenese. Und dieser Begriff bezeichnet die Wärmebildung, die zur Aufrechterhaltung einer konstanten Körpertemperatur nötig ist. Also ist dies natürlich abhängig von der Umgebungstemperatur. Also wir haben eine bestimmte Körperkerntemperatur und die möchte unser Körper erhalten. Und um die zu erhalten, muss er uns je nach Umgebungstemperatur runterkühlen oder unsere Temperatur ein bisschen erhöhen. Das kann man runterkühlen, zum Beispiel durch Schweiß passieren. Erwärmen ist so die klassische Reaktion, das Zittern. Unter normalen Lebens- und Arbeitsbedingungen braucht der Körper ca. 5% der Gesamtenergiezufuhr oder des Gesamtenergieumsatzes an einem Tag für diese Thermogenese. Zusätzlich gibt es dann auch noch die nahrungsinduzierte Thermogenese. Also es ist sozusagen die Zunahme der Körpertemperatur und der Wärmeabgabe, Entschuldigung, das ist die Zunahme der Körpertemperatur und der Wärmeabgabe an die Umgebung über den Grundumsatz hinaus. Vereinfacht gesagt, die nahrungsinduzierte Thermogenese ist eine Energie, die aufgebraucht wird, und Wärme, Energie ist ja auch Wärme, also Wärme, die gebildet wird, wenn wir bestimmte Nahrungsmittel essen.
Und bei der obligatorischen Thermogenese, das ist ein weiterer spezifischer Begriff, der umfasst dann wirklich noch dazu die Energie, die wir verbrauchen, um bestimmte Makronährstoffe zu verdauen. Und da brauchen wir am meisten Energie für Proteine. Das ist auch der Grund, warum Eiweiß mitunter neben dem guten Sättigungsgefühl, warum Protein bzw. Eiweiß so gerne als in Diäten als wichtiger Makronährstoff angepriesen wird, weil man eben sagt, wenn man Eiweiß isst, muss der Körper auch Energie aufwenden, also ordentlich Energie aufwenden, um dieses Eiweiß wieder zu verdauen. Auf Platz 2 sind die Kohlenhydrate und am wenigsten Energie, also am wenigsten nahrungsinduzierte obligatorische Thermogenese, wird bei Fett verbraucht. Das Fazit dieser Folie ist ganz einfach: Verdauung erzeugt Wärme. Und das ist auch der Grund, warum wir in Sommermonaten oft ein wenig weniger Appetit haben. Und das ist aber gleichzeitig im Umkehrschluss, sollten wir uns denken, bei sehr warmen Temperaturen in tropischen Ländern, im Sommer bei uns etc., kann man natürlich auch das berücksichtigen und vielleicht nicht übermäßig viel Protein essen. Also schon das, was der Körper braucht, aber vielleicht dann nicht beim Grillen am Abend ein Riesensteak essen, sondern da vielleicht lieber die leichteren, vollwertig pflanzlichen Alternativen ergreifen. Und wenn wir schon bei der Hitze sind, können wir uns auch noch ein paar Tipps für einen gesunden sommerlichen Tagesablauf ansehen. Und zum Thema Sport, ich glaube, das ist für viele ganz klar, Morgen- und Abendsport bevorzugen, vor allem Morgensport, wenn man das schafft und wenn es zeitlich geht, weil da die Luft noch etwas kühler ist. Warme Mahlzeiten eher auf den Abend verlegen, wenn die Temperatur vielleicht schon ein bisschen niedriger ist oder gelegentlich auch einmal ganz weglassen. Es muss nicht jeden Tag warm gegessen werden im Sommer, kann, aber muss nicht. Es zahlt sich auch aus, den Tag mit kühlenden und wasserreichen Lebensmitteln zu starten, beispielsweise mit einem Smoothie oder einer Smoothie Bowl oder Overnight Oats, statt diesen klassischen Brötchen und Aufstrich. Aber da muss auch wirklich jeder für sich den besten Weg finden. Das sind nur allgemeine Tipps. Mittags ist zum Beispiel ganz wunderbar dann ein bunter Salat. Und das muss kein langweiliger Salat, der muss auch nicht jeden Tag gleich schmecken. Da kann man kreativ werden mit Dressings, mit Toppings, mit verschiedenen Salatsorten. Man kann Getreide, man kann Früchte dazu mischen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Oder auch Kaltschalen, wie beispielsweise eine Gazpacho. Sommerliche Desserts wie ein Sorbet, eine Nice Cream, die man selber aus gefrorenen Erdbeeren etc. macht, ein selbstgemachtes, idealerweise pflanzliches Erdbeertiramisu und so weiter ist natürlich besser als Cremeis, Kuchen und Kekse. Und wie gesagt, am Abend dann wirklich eher auf diese leichten, gekochten oder gegrillten Sommergerichte zurückgreifen, die aber dann auch wieder nicht zu spät gegessen werden, damit man die Nachtruhe neben den hohen Temperaturen nicht noch zusätzlich stört. Und idealerweise eben viel pflanzliches Eiweiß und viel Gemüse und selbstgemachte Soßen einsetzen, weil diese gekauften auch oft viel Zucker und viel Fett enthalten, die dann auch wiederum die Verdauung belasten. Außerdem sollten alkoholfreie Getränke bevorzugt werden, aber da bitte ein bisschen drauf achten. Es muss diese ganzen alkoholfreien Cocktails, die sind auch oft sehr fett und sehr zuckerreich, aber wiederum ein alkoholfreies Bier gilt als isotonisches Getränk und kann wirklich gut und gerne zum Grillen konsumiert werden oder auch so. In dem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten und auch darüber hinaus wieder ein bisschen etwas Neues erzählen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!